Willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute gibt es die 7. Ausgabe des Mystery Mix für das Jahr 2021. Mystery Mix, das bedeutet, es gibt Themen, die alleine für ein Video in der üblichen Länge nicht gereicht hätten. Deshalb werden da ein paar zusammengestellt. Und was es da heute so gibt, das seht ihr nach dem Intro. Was ihr hier auf dem Bild sehen könnt, das ist eine Bahnstation, genau genommen eine sehr alte Bahnstation. Es ist die von Sharfield in Gloucestershire in England. In den 1920er Jahren, da sah sie noch etwas anders aus, angeschlossen war da zum Beispiel noch ein Restaurant, aber von all dem ist heute nicht mehr viel übrig. Und damals wie heute ist Sharfield ein kleiner, idyllisch gelegener Ort mit sehr wenig Einwohnern, in etwa 2500 Menschen leben dort. In den 1920er Jahren wurde dieser Ort aber dann landesweit bekannt. Jeder kannte Sharfield. Denn es kam dort zu einem schrecklichen Ereignis. Einem Ereignis, das bis heute seine Spuren hinterlassen hat. Und mit diesem Ereignis, da stehen dann eben Dinge in Verbindung, die von den Menschen dort als mysteriös, unheimlich und paranormal beschrieben werden. Es ist der 13. Oktober 1928. Von Leeds in England macht sich diese Dampflok, die ihr hier auf dem Bild seht, das ist ein Originalbild, auf den Weg nach Bristol in England. Diese Fahrt nach Bristol, das ist eine Nachtfahrt und in den Waggons, die anhängig sind, da befinden sich 60 Fahrgäste. Gegen 4.30 Uhr am Morgen, da schliefen die meisten Fahrgäste, denn in der Nacht gab es nicht viel draußen zu sehen. Um diese Zeit sollte der Zug dann planmäßig die Bahnstation von Sharfield passieren, ohne dort anzuhalten. Das Wetter in dieser Nacht wurde als leicht nebelig bezeichnet, aber eben nicht so nebelig, dass man hätte spezielle Beleuchtung einschalten müssen. Das Ganze war eine einfache Routinefahrt und alles lief gut und weder die Zugführer noch die Gäste hätten ahnen können, welche Katastrophe da gerade auf sie zukam. An dieser Station von Sharfield, da stand ein Zug mit 51 Waggons. Das waren Güterwaggons und dieser Zug war gerade dabei, von diesem Hauptgleis rückwärts auf ein Nebengleis zu rangieren. Das war ein planmäßiger Vorgang, der genau zu dieser Zeit stattfand, zu der er geplant war. Aber der Zug aus Leeds mit den Passagieren, der war eine Minute zu früh. Der Mitarbeiter, der für die Setzung der Signale verantwortlich war, der erkannte dies und setzte alle Signale zum Einfahren an dieser Bahnstation auf Rot. Auch das war nichts Außergewöhnliches und kam hin und wieder einmal vor. Aber der Zug aus Leeds mit den Passagieren, der fuhr einfach weiter. Er überfuhr mindestens 5 weitere Rotsignale. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der Zug aus Leeds mit den Passagieren, der raste mit voller Wucht in diesen Güterzug, der sich noch zum Teil auf diesem Gleis befand. Dadurch wurde der Zug mit den Passagieren vom Gleis gehoben und kippte auf das gegenüberliegende Gleis und raste dort in einen weiteren Zug. Und zu allem Übel transportierte dieser Zug Gas. Es gab eine gewaltige Explosion. Durch die hohe Geschwindigkeit des Zuges aus Leeds, da wurden die beiden Lokomotiven und einige Waggons unter eine naheliegende Brücke gedrückt. Das könnt ihr hier auf dem Foto sehen. Es folgte eine Explosion nach der anderen und Anwohner beschrieben das Ganze als regelrechtes Inferno. Nachdem die Züge und die Waggons zum Stehen kamen, da brannte alles und in den Waggons, da spielten sich schreckliche Szenen ab. Zahlreiche Fahrgäste, die waren eingeklemmt und waren lebendig und schutzlos dem Feuer ausgesetzt. Anwohner, die zur Hilfe dorthin eilten, die hörten ihre Schreie, aber sie konnten nichts tun. Stattdessen boten sich ihnen grauenhafte Szenen. Es gab Waggons, bei denen trotz des heftigen Aufpralls die Fenster noch im Rahmen waren. Eingeklemmte Menschen klopften von innen gegen diese Fenster und schrien laut um Hilfe, bevor die Menschen draußen mit ansehen mussten, wie sie lebendig von den Flammen erfasst wurden. Als die Rettungskräfte und die Feuerwehr am Ort eintrafen und das Feuer gelöscht hatten, da bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Die meisten Fahrgäste, die waren nicht mehr als Menschen zu erkennen. Es war im Prinzip nur Asche übrig. Andere Fahrgäste, die lagen dort und lebten noch. Und sie schrien vor Schmerzen und bettelten die Rettungskräfte an, ihr Leiden zu beenden.
Das, was die Rettungskräfte dort zu sehen bekamen, das muss wirklich grauenhaft gewesen sein. Aber das, was die Opfer dort erlitten, das kann man, glaube ich, kaum in Worten beschreiben. In der Nähe gab es ein Wirtshaus und dieses Wirtshaus, das wurde sozusagen als Erste-Hilfe-Krankenhaus eingerichtet. Die Menschen, die noch Töne von sich gaben, die man aber aufgrund ihrer Verletzungen gar nicht mehr erkennen konnte, die wurden dort auf die Tische gelegt. Ihnen wurden dann Whisky und andere Spirituosen eingeflößt, um die Schmerzen zu lindern. Von den 60 Fahrgästen überlebten nur 4. Es gibt Gerüchte, dass den Menschen, die dort in dem Wirtshaus auf dem Tisch lagen und die überhaupt keine Chance mehr hatten zu überleben, sozusagen geholfen wurde beim Ableben. Die Situation, die war jedenfalls dann so, dass man sehr viele Tote dort hatte, aber keiner mehr identifiziert werden konnte, jedenfalls nicht anhand seines Aussehens. Anhand der Passagierlisten, da konnte man jedenfalls nachvollziehen, wer alles in diesem Zug saß, und so wurden dann Verwandte dorthin gebracht. Und die mussten dann ihre verstorbenen Verwandten eben anhand von Schmuckstücken und anderen Merkmalen identifizieren. Und das gelang auch bei nahezu allen Passagieren. Allerdings bei 2 gelang dies nicht. Es waren 2 Kinder, bei denen man noch erkennen konnte, dass es ein Junge und ein Mädchen war, und man schätzte das Alter anhand der Größe und so weiter zwischen 5 und 7 Jahren. Und nun geschahen merkwürdige Dinge. Auf der Passagierliste, da waren diese beiden Kinder nicht eingetragen. Aber es wurden auch nirgendwo Kinder vermisst. Die Polizei, die schaltete Anzeigen, in denen sie dann landesweit in allen Zeitschriften, die es gab, nach den Verwandten dieser Kinder suchte. Dieses Zugunglück, das war sowieso in den Medien überall präsent. Es gab nicht eine Zeitung, die nicht ausführlich darüber berichtete. Und auch bei Radiosendern war das nicht anders. Und auch dort wurde dann mehrere Male am Tag, über mehrere Tage hinweg, nach den Verwandten der beiden Kinder gesucht. Aber niemand meldete sich. Da es zu dieser Zeit damals noch etwas anders war, was den Transport von Toten und so weiter anging, da wurden die Opfer dieses Unglücks gleich dort in Sheffield begraben. Da steht dann noch heute dieses Denkmal und diese Grabsteine, die ihr dort seht, und auch die beiden Kinder wurden dort begraben. Nach einer Weile wurde die Sache dann noch merkwürdiger. Im Laufe der Zeit bemerkten die Anwohner von Sheffield, dass dort 2-mal im Jahr eine komplett in Schwarz gekleidete und vollkommen mit Tüllstoff verhangene Frau vor den Gräbern der Kinder stand und dort Blumen niederlegte. Ihr Gesicht, das war nicht zu erkennen, aber es traute sich keiner, sie anzusprechen. Und das Ganze blieb auch so, und zwar bis Anfang des Jahres 1950. Also nach diesem Unfall 21 Jahre lang. Das Einzige, was über diese Frau bekannt war, war, dass sie mit einer großen Limousine mit Chauffeur kam und die Nummernschilder fehlten. Ansonsten war über diese Frau nichts bekannt. Von denjenigen, die diese Frau sahen und sie beobachten konnten, da wurde erzählt, dass sie gebrechlich wirkte, und zwar schon seit der Zeit kurz nach diesem Unglück, als sie das erste Mal dort erschien. Als im Jahr 1950 ein Journalist noch einmal diesen Fall aufrollen und für seine Zeitschrift bearbeiten wollte, da erfuhr er dann von den Anwohnern des Ortes, dass diese Frau dort an 2 Daten im Jahr auftauchte, um an diesem Grab der Kinder Blumen niederzulegen. Und er passte dann diesen Tag ab und er sah die Frau und er ging schnellen Schrittes auf sie zu. Doch als die Frau dies bemerkte, da ergriff sie mehr oder minder die Flucht. Jedenfalls bewegte sie sich schnell von diesen Gräbern fort und verschwand in einen naheliegenden Wald. Und dort fand der Reporter sie nicht mehr. Er ging dann hinunter zur Straße, denn angeblich kam sie ja immer mit dieser Limousine. Aber auch die war verschwunden. Bis hierhin ist das Ganze Fakt. Also diese Frau, die gab es wirklich. Und es gibt natürlich eine Menge Gerüchte, die da entstanden sind. Zum Beispiel, dass sie, wenn sie mit diesem Wagen wegfuhr, der sich dann auf der Landstraße irgendwie in Luft auflöste. Aber das sind natürlich dann nur so Erzählungen, die dem Ganzen dann so ein bisschen anhängen. Das Auftauchen der Frau, das ist in der Tat so gewesen. Aber ab hier wird die Sache eben dann merkwürdig. Denn diese Frau, die kehrte nach dieser Begegnung mit dem Journalisten nicht mehr an diese Gräber zurück. Dafür geschahen dann andere Dinge. Laut den Berichten von Zugreisenden, die über diese Strecke fuhren, die immer noch an diesem Bahnhof in Sheffield vorbeiführte, da
sprangen plötzlich zwei Kinder durch die Waggons. Und es wurde immer wieder darüber berichtet, dass diese beiden Kinder aus dem Nichts auftauchen würden und durch die Waggons liefen. Und dabei hätte es dann viele Zeugen gegeben, wie sie dann durch Menschen hindurchgelaufen seien, so wie man das von Geistergeschichten her eben kennt. Und ebenso soll in diesen Zügen, die diese Strecke entlang fuhren, an bestimmten Tagen, und die überschnitten sich mit den Tagen, an denen diese schwarz gekleidete Frau an diesem Grab stand, an diesen Tagen eben im Zug jene schwarze Frau entdeckt. Die stand dann in diesen Zwischenabteilen zwischen verschiedenen Waggons. Und auch die sei dann plötzlich aufgetaucht. Das Ganze machte damals so sehr die Runde, dass es Fahrgäste gab, die sich weigerten, einen Zug zu besteigen, der über diese Strecke fuhr. Denn es gab sehr viele Zeugen, die über das Auftauchen dieser beiden Kinder und der Frau berichteten, so dass man dieser ganzen Sache Glauben schenkte. Das Ganze nahm dann solche Ausmaße an, dass die Bahn sich genötigt sah, die Züge, die von Leeds nach Bristol fuhren, über eine andere Strecke fahren zu lassen. Heute fahren über diese Strecke nur noch Güterzüge, aber auch von den Zugführern, die diese Züge fahren, hört man hin und wieder die merkwürdigsten Sichtungen, die sie dort hatten. Sie erzählen von schattenhaften Gestalten, die plötzlich an diesem Bahnhof stehen, wenn sie mit ihren Zügen dort vorbeifahren. Gestalten ohne Gesicht. Schwarze Gestalten. Oder sie erzählen darüber, dass sie im Führerhaus des Zuges plötzlich laute Kinderschreie hören von einem Jungen und einem Mädchen, die aber nicht panisch klingen, sondern eher so, als ob die beiden spielen und lachen. All diese Berichte, die gibt es eben über diesen Streckenabschnitt. Das Ganze ist eine nette, spooky Story, die sich auf einer Tragödie begründet, die es damals dort gegeben hat. Es waren dort verschiedene Ghost Hunter Gruppen mit ihren Messgeräten unterwegs und die hatten einheitlich die Aussage getroffen, dass es dort eine hohe Präsenz geben würde. Wer weiß, was dran ist. Ich möchte euch jetzt etwas vorlesen. Vielleicht macht das ja so, dass ihr euch einfach mal gemütlich hinsetzt und die Augen schließt und euch das einmal anhört. Aus den Kommentaren weiß ich, dass es ein Thema ist, das viele interessiert, aber eben auch eines, das immer heiß diskutiert wird. Bevor ich anfange, möchte ich euch aber jemand vorstellen, den seht ihr gerade hier auf dem Bild jetzt. Das ist Dr. Eben Alexander. Ein Neurochirurg und einige von euch kennen den vielleicht schon, aber ich denke, viele kennen ihn nicht. Und dieser Mann, der ist sozusagen vom Saulus zum Paulus geworden, wie man das so sagt, wenn jemand mit seiner Meinung plötzlich komplett ins Gegenteil umkehrt und die gegenteilige Meinung dessen vertritt, was er bisher gesagt hat. Beziehungsweise wenn plötzlich jemand glühender Anhänger von irgendwas wird, das er bisher komplett abgelehnt oder immer als Blödsinn betrachtet hat. Und worum es bei ihm geht und welche Erfahrungen er gemacht hat, das erfahrt ihr dann, wenn ihr jetzt zuhört, was ich euch vorlese. Es ist ein Interview oder eine Erklärung dieses Mannes, die in einer freien Enzyklopädie erschienen ist, also für jeden verwendbar. Und dann legen wir jetzt mal los. Dieser Artikel trägt die Überschrift Geständnisse eines Neurochirurgen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Von Dr. Eben Alexander. Als Neurochirurg habe ich nie an ein Phänomen geglaubt, das mit Nahtoderfahrungen in Verbindung gebracht wird. Ich bin in der wissenschaftlichen Welt als Sohn eines Neurochirurgen aufgewachsen. Ich bin in die Fußstapfen meines Vaters getreten und habe an der Harvard Medical School und anderen Universitäten den Titel eines Neurochirurgen erworben. Ich dachte, dass ich verstehe, was im Gehirn passiert, wenn Menschen dem Tod nahe sind, und ich habe immer geglaubt, dass es eine gute wissenschaftliche Erklärung für die himmlische Reise außerhalb des Körpers gibt, die Menschen beschreiben, die dem Tod nahe waren. Im Herbst 2008, nach 7 Tagen im Koma, in denen mein Gehirn völlig untätig war, erlebte ich etwas so Tiefes und Intensives, dass es mir einen wissenschaftlichen Grund gab, von einem Leben nach dem Tod überzeugt zu sein. In diesem Jahr 2008, da erwachte ich eines Morgens mit Kopfschmerzen. Innerhalb weniger Stunden hörte mein gesamter Kortex, der für Gedanken und Emotionen zuständig ist und uns im Wesentlichen zum Menschen macht, auf zu arbeiten. Die Ärzte des Lynchburg General Hospitals in Virginia, das Krankenhaus, in dem ich auch selbst arbeitete, kamen zu dem Schluss,
dass ich an einer sehr seltenen bakteriellen Meningitis erkrankt war, die meist eher Neugeborene angreift. E. coli-Bakterien waren in meinen Kopf gelangt und begannen damit, mein Hirn zu fressen. Als ich auf der Intensivstation lag, waren meine Überlebenschancen sehr gering und die Situation wurde immer schlimmer. Während der 7 Tage lag ich auf dem Bett in einem tiefen Koma. Mein Körper reagierte nicht auf äußere Reize und mein Gehirn war völlig außer Betrieb. Die behandelnden Ärzte waren dabei, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie meine Behandlung fortsetzen sollten oder ob sie mich einfach sterben lassen sollten. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für die Tatsache, dass während mein Körper im Koma lag, mein Geist bei vollem Bewusstsein war und ich lebendig und gesund war. Mein Nervengewebe im Gehirn war durch Bakterien gelähmt, die es völlig außer Gefecht setzten. Aber ich selbst hatte ein Bewusstsein und dank dieses Bewusstseins begab ich mich auf eine Reise in eine andere Dimension, in ein riesiges Universum. Dimensionen, die ich mir nicht einmal im Traum hätte vorstellen können, dass es sie gibt. Das war etwas, von dem ich vorher gesagt habe, dass es das überhaupt gar nicht gibt. Aber diese Dimensionen, die mir von unzähligen Menschen mit Nahtoderfahrungen geschildert wurden, die wurden Wirklichkeit. Ich bin nicht der Erste, der die Erfahrung gemacht hat, dass Bewusstsein jenseits des Körpers existieren kann. Berichte dieser Erfahrungen sind so alt wie die Menschheit selbst. Es dauerte mehrere Monate, bis ich begriff, was da geschehen war, dass ich bei Bewusstsein war, auch wenn ich im Koma lag. Aber viel wichtiger war das, was während dieser Zeit geschehen war. Wenn ich zum Anfang meines Erlebnisses zurückkehre, da erinnere ich mich, dass ich bei den Wolken war. Große, aufgeblasene rosa und weiße Wolken, die sich deutlich gegen den blau-schwarzen Himmel abhoben. Über den Wolken, weit oben, da sah ich Menschenmassen in schimmernden, durchscheinenden Formen. Vögel, Engel, diese Worte kamen mir erst später in den Sinn, als ich meine Erinnerungen aufschrieb. Keines dieser Worte spiegelt tatsächlich das Wesen dieser Wesen wider, die völlig anders waren als alles, was ich auf diesem Planeten Erde gekannt habe. Sie waren fortgeschrittener, höherer Form. Von oben hörte ich einen gewaltigen Ton, der wie Gesang dröhnte, und ich fragte mich, ob dieser Ton aus jenen geflügelten Wesen stammte. Ich fühlte, dass diese Lebewesen, die dann zu mir kamen, Freude und Glück bei diesem Klang verspürten. Der Klang war fast so greifbar wie der Regen auf der Haut, nur war er nicht nass. Dann spürte ich, dass ich nicht alleine war. Jemand stand neben mir. Es war eine Frau, sie war jung und ich erinnere mich bis ins kleinste Detail, wie sie aussah. Sie hatte hohe Wangenknochen und tiefblaue Augen, goldbraunes Haar und das umrahmte ihr schönes Gesicht. Sie sprach 3 Sätze zu mir. Und diese Sätze sprach sie in einer fremden Sprache zu mir, aber ich verstand sie. Sie sagte, »Du wirst geliebt und wertgeschätzt, aufrichtig und für immer. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Es gibt nichts, was du falsch machen kannst.« Diese Sätze überwältigten mich und ich bekam ein großes Gefühl der Erleichterung. Es war so, als hätte mir endlich jemand die Regeln des Spiels erklärt, das ich mein ganzes Leben lang gespielt habe, ohne es zu kennen, aber ich habe die Essenz voll verstanden. Dann sagte sie wieder ohne Worte, denn ich hörte ihre Stimme nur in meinem Kopf. »Wir werden dir eine Menge Dinge zeigen, oder?« »Du gehst zurück.« »Zurück? Wohin?« fragte ich, und ich fragte diese Frage ohne Worte. Ich fragte sie in meinen Gedanken. Es kam ein warmer Wind auf, wie an einem schönen Sommertag, aber dieser Wind war ein göttlicher Wind. Alles veränderte sich, und die Welt um mich herum, wie soll ich es sagen, sprang wieder eine Oktave höher, auf eine höhere Schwingungsebene. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich begann damit, in diesen Wind, in dieses göttliche Wesen, in den Wind Fragen zu stellen. Wo bin ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und jedes Mal, wenn ich eine Frage stellte, dann kam die Antwort in Form von explodierenden Farben und des Lichts, der Liebe und der Schönheit, die mich wie eine Schockwelle durchlief.
Was in diesen Explosionen absolut erstaunlich war, war, dass alle meine Fragen beantwortet wurden. Sie wurden auf eine Weise beantwortet, die jenseits von Sprache lag. Die Erkenntnis, die kam unmittelbar, aber es war nicht die Art und Weise, wie wir es auf der Erde gewohnt sind. Es war vage, ungreifbar oder abstrakt, und trotzdem waren sie solide und unmittelbar. Heißer als Feuer und feuchter als Wasser, und jedes Mal, wenn ich die Antwort bekam, war ich in der Lage, die Konzepte in allen Einzelheiten zu verstehen, was mich auf der Erde viele Jahre lang beschäftigt hätte. Dann kam ich in einen unendlich dunklen Raum. Es war so unglaublich entspannend. Das intensive Schwarz wurde aber immer noch von Licht durchdrungen. Der Raum war stockdunkel und erleuchtet zugleich. Dieses Licht schien von einer Kugel auszugehen, eine Kugel, die mich mit diesem Raum verband. Ich war immer noch in Begleitung dieser Frau. Später, als ich das Krankenhaus verlassen hatte, da fand ich einmal eine Aufzeichnung von einem Dichter namens Henry Vaughan. Der lebt im 17. Jahrhundert und er hatte wohl ein ähnliches Erlebnis wie ich. Und er schrieb dazu, dass dieser tiefschwarze Fleck, dieser tiefschwarze Raum, die Heimat Gottes selbst war. Dort, so könnte man sagen, ist die Dunkelheit von Gottes Licht durchdrungen. Und genau das war das, was ich erlebte. Dichte, tintige Dunkelheit, die von einem intensiven Licht durchdrungen wurde. Ich verstehe selbstverständlich, wie unglaubwürdig das alles klingt, wenn jemand, und noch dazu ein Arzt, so etwas in der Vergangenheit gesagt hätte. Da wäre ich mir absolut sicher, dass er einer Täuschung unterlegen war. Aber das, was mir passierte, war völlig entfernt, weit entfernt jeglicher Illusion. Es war real und eigentlich viel realer als alles andere in meinem Leben. Und das schließt meine Hochzeit und die Geburt meiner zwei Söhne mit ein. Vor meiner persönlichen Erfahrung, da waren all diese Berichte über diese Erlebnisse nichts weiter als Halluzinationen, Folge physischer Zersetzung. Aber heute weiß ich eben, dass es nicht so ist. Und ich weiß, dass man das Universum als Einheit definieren muss. Und es definiert sich auch durch Liebe. Das Universum, wie ich es während des Komas erlebte, ist dasselbe, von dem Einstein und Jesus sprachen, wenn auch jeder in einem anderen Sinne. Ich verbrachte ein Jahrzehnt als Neurochirurg in den renommiertesten medizinischen Einrichtungen. Und ich weiß, dass die überwältigende Mehrheit meiner Berufskollegen heute noch so denken, wie ich es einst tat. Ich plane den Rest meines Lebens damit zu verbringen, die Natur des Bewusstseins richtig zu untersuchen und zu klären, was wir sind. Denn wir sind mehr als ein physisches Gehirn. Irgendwann, während meiner Erfahrung, als ich in diesem dunklen Raum mit diesem göttlichen Licht war und Gottes Nähe spürte, spürte ich aber auch, wie ich plötzlich zurückgeschickt wurde. Und irgendwann erwachte ich dann im Krankenhaus. Als es mir dann nach vielen Wochen der Behandlung so weit besser ging, dass ich nach Hause konnte, da sprach ich mit meinen Söhnen und mit meiner Frau über das Erlebte. Und ich sprach mit Kollegen darüber, und das Einzige, was mir entgegengebracht wurde, war höflicher, freundlicher Unglaube. Und ich merkte sehr schnell, dass es eine schwierige Aufgabe wird, den Menschen zu erklären, was ich erlebt hatte während dieser 7 Tage, als mein Gehirn seine Funktion bereits eingestellt hatte. Man muss jetzt sagen, dass das Ganze jetzt hier ein Ausschnitt aus einem Interview war. Der Mann, der hat seine Erlebnisse ja in einem Buch verfasst, und da ist dann diese ganze Geschichte drin, die er im Jenseits erlebt haben will. Ich habe das jetzt hier einmal vorgelesen, weil ich das interessant fand, dass mal jemand mit einem entsprechenden wissenschaftlich-medizinischen Hintergrund und dann noch sogar ein Neurochirurg so etwas erzählt. Inwieweit der selbst aufgrund seiner Fachkenntnisse jetzt beurteilen kann, ob das Ganze eine große Halluzination war oder ein wirklich tatsächliches Erlebnis, das weiß ich nicht. Der selber behauptet aber, ihr habt's gehört, das Ganze war keine Halluzination, es war kein Traum, das war Realität, ein bewusstes Erleben dieser Dinge. Und das, obwohl sein Gehirn ja nicht mehr funktionierte. Also ich fand's interessant, das mal zu hören. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht.
Und wenn ihr nicht sicher seid, ob YouTube euch regelmäßig über neue Videos informiert, weil da gibt es ja im Moment immer noch Probleme, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu den letzten drei Videos, die ich veröffentlicht habe. Und wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.